für die Einladung, für alle, die beigetragen haben, dass ich hier bin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich will jetzt mit der Situation, mit der heutigen Situation in Belarus anfangen und ein bisschen beschreiben, wie es heute geht und wie diese Situation von den Menschen wahrgenommen wird. Und dann werde mit den Ereignissen 2020, die ihre Rolle bis jetzt, sehr wichtige Rolle für unsere Gesellschaft spielen, ergänzen. Wenn man die Situation in Belarus, heutige Situation charakterisiert, dann spricht man vor allem über die politischen Verfolgungen, die weitergehen. Insgesamt haben wir heutzutage mehr als 1440 politische Gefangene. Jeden Tag werden die Menschen weiter durchgesucht und festgenommen. Prozess gegen Lukaschenko-Gegner gehen ebenfalls weiter. Seit August 2020 mehr als 40.000 Menschen haben die Festnahmen erlebt, wurden bestraft oder ins Gefängnis geworfen. Mehr als 11.000 Strafverfahren wurden eingeführt. Im Laufe 2022 wurden insgesamt 6.381 Menschen festgenommen, sowohl im Zuge der Proteste als auch wegen der Solidarisierung mit der Ukraine. Ein Drittel sind die Frauen davon. Dabei wurden 27 Menschen für 10 bis 12 Jahre, 17 für 13 bis 15, 15 für 15 bis 19, 10 für 20, 23 Jahre verurteilt und ein Mensch für 25. Marfa Rabkova, eine Menschenrechtenaktivistin und Leiterin von Freiwilligen, wurde im September 2022 für 15 Jahre Lager verurteilt. Und Menschenrechtlerinnen sind die größten Feinde im Verständnis von Lukaschenko. Und wenn man über das Jahr 2022 spricht, dann gab es im 2022 im Herbst die neue Welle der Repressionen, sodass im September zum Beispiel mindestens 413 Menschen, im Oktober 317 Menschen festgenommen wurden. Und das Regime nimmt jetzt die ganze Familie oder Kinder als Geisel. Der Beispiel ist der Familie Livjant von einem Lehrer und seine Frau und seine Tochter wurden im Dezember festgenommen und sie bleiben im Gefängnis immer noch. Im Januar 2000, heute habe ich die neuen Zahlen über Januar 2023 gesehen und im Januar wurden nicht weniger als 350 Menschen festgenommen, davon 44 im Gefängnis geschickt und 10 politisch motiviert bestraft und 30 Menschen mehr wurden als politische Gefangene anerkannt. Und man kann über die sehr verschiedenen Formen von politischen Verfolgungen sprechen. Ich nenne nur einige, was heute und im Laufe von diesen letzten Jahren ab unsere Proteste oder Revolution in Progress, wie ich das nenne, passiert. Zum Beispiel als Extremistinnen gelten jetzt mehr als 2003 Belarusinnen und seit Dezember 2022 ist das der Grund für den Entzug der Bürgerschaft. Die Abwesenheitsgerichte haben auch am Ende 2022 angefangen und nach diesen Gerichten können die Leute dann die Bürgerschaft verlieren. Es passieren die sogenannten Säuberungen in sehr vielen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen. So wurden im Dezember, das ist nur ein Beispiel, 2020 18 Mitarbeiterinnen des Nationalen Kunstmuseums in Minsk entlassen. Und wenn man über diese entlassenen Menschen spricht, dann ist kaum möglich für sie, die Arbeit zu finden. Das heißt, die Leute sollen aus dem Lande fliehen oder ja, sie suchen die Arbeit, es gibt die Beispiele, sie finden die Arbeit, dann kommen die Leute aus KGB zu dieser Institution und dann sollen sie weiter die Arbeit finden und einige geraten dann ins Gefängnis wieder. Mehr als 1.100 NGOs wurden gezwungen, geschlossen und noch 700 warten auf Schließung.
Im Laufe von 2021 wurden alle großen unabhängigen Medien geschlossen, meisten arbeiten aber als Telegram-Kanäle und Belarusinnen vertrauen immer noch, die Mehrheit vertraut den offiziellen Web-Ressourcen oder TV-Kanälen nicht und verfolgen diese Telegram-Kanäle. Deswegen sind die Stimmungen, wenn man über den Krieg spricht, auch anders als in Russland, weil Leute der Propaganda seit 2020 nicht vertrauen, Lukaschenko oder Putin-Propaganda. Und das alles bedeutet, dass Lukaschenko immer noch das Ziel hat, die Gesellschaft unter die möglichst totale Kontrolle zu stellen, nicht in die Situation vor 2020 zurückzukehren, sondern so etwas wie 1937 zu bekommen in Belarus. Und wir haben ja, in 2022 gesagt, das ist unmöglich, dass wir so etwas wie Stalinismus in Belarus bekommen, aber das ist möglich, das sehen wir jetzt. Und noch ein großes Thema ist die Situation in den Gefängnissen. Jetzt sind mindestens 253 Menschen schon, haben die Fristen hinter sich und sie berichten, zum Glück haben wir berichten, was in den Gefängnissen passiert. Es geht um die Folterungen. Ein von Fällen ist die Situation von Maria Kolesnikova, die am 29. November 2022 auf der Intensivstation in Homel liegt. Sie wurde operiert, weil sie perforiertes Geschwür erlebt hat und sie war mehr als einen Monat bei dieser Station und dann sollte sie wieder zum Lager zurückkehren und arbeiten. Ich stelle mir wirklich nicht vor, wie sie das alles erträgt und wie es ihr weitergeht. Und die Leute, die jetzt diese Termine hinter sich haben, beschreiben viele schon außerhalb von Belarus, dass sie werden befreit, aber sie werden weiter verfolgt, kontrolliert, sie können kaum die Arbeit finden und viele sagen, es gibt nur einen einzigen Ausgang, aus dem Lande zu fliehen. Und wenn man über die geflohenen Menschen spricht, dann gibt es die Zahlen, die Schätzungen, dass es Hunderttausende bis halbe Millionen Belarusinnen schon aus dem Lande ausgereist sind. Wie wird diese Situation empfunden in Belarus? Im November 2022 wurden 44 Wissenschaftlerinnen aus der Akademie der Wissenschaften festgenommen, weil sie verbotene Telegram-Kanäle gelesen haben oder durch einen Telegram-Kanal verbunden wurden. Einige haben die Tage im Gefängnis bekommen, wie Sergei Garanin. Und nach dem Termin, er hat sich entschieden, dass er doch in Belarus bleibt und hat ein Interview gegeben, auch einer extremistischen Zeitung. Und dort im Interview hat er gesagt, das Leitmotiv des geistigen oder sagen wir emotionalen Lebens der Menschen unter diesen Bedingungen ist es, sich zu verstecken, nicht Teil des Systems zu werden, nicht entmenschlich zu werden. Es bedeutet, kein Wie zu sein, das ist Zitat aus dem Lied. Es gibt immer noch Widerstand. Das Jahr 2020, das, was damals gab, gegenseitige Hilfe, Solidarität, Menschlichkeit, das ist alles noch da. Es ist nur in den Gefängnissen geschlossen, geschlossen aber erhalten. Noch eine Zeugin, meine Kollegin, die im Januar ganz vor kurzem die Situation in Belarus beschrieben hat und jetzt, sie war auch außerhalb von Belarus, jetzt ist sie nach Belarus zurückgekehrt und sie hat solcherweise die Situation beschrieben. In den belarussischen sozialen Medien, bei meinen Freunden und Bekannten, erhalte ich eine Nachricht, optional, ich habe sie mir selbst ausgedacht, aber ich sehe ähnliche Nachrichten, existieren um jeden Preis. Das heißt, Widerstand leisten, tun, was man kann. Ich denke, dass die Erfahrung der Proteste von 2020 dazu beigetragen hat. Die Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, haben das Beste in sich gezeigt. Die Fähigkeit, solidarisch zu sein. Wir waren stolz darauf, dass wir so viele waren. Es ist für mich auch wichtig, dass das friedlicher Protest war. Heute beträgt der Planungshorizont ein paar Wochen. Ständig neue Nachrichten.
Wenn Belarus seine Truppen in die Ukraine einführt, wird es eine Katastrophe geben. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird und dass es ein neues Belarus geben wird. Ich träume von der Rückkehr aller, von einem Karneval in den Straßen von Minsk. Ich möchte diese Zeiten erleben. Ich möchte ihnen gerecht werden und von nur selbst denken, dass ich mein Bestes getan habe, dass ich diese Zeit dokumentiere. Was passierte eigentlich in Belarus 2020, dass die Leute bis jetzt von diesen Ereignissen so motiviert sind und dass sie bis jetzt Widerstand leisten können und leisten versuchen? Im 2020 gab es 100 Tage massenhaften Proteste in Belarus. Die aktive Phase dauerte 100 Tage und diese Proteste sind am 9. August 2020 angefangen und dauerten bis Ende des Jahres 2020. Im ersten Mal gab es in Belarus solche massenhafte Proteste, die als Aufbruch, Abspring der Gesellschaft bezeichnet werden. Die Proteste haben alle sozialen Gruppen im ganzen Land erreicht und die Rolle der Frauen und anderen sozialen Gruppen, Solidarität über die Grenzen verschiedener Identität haben diese Proteste ausgezeichnet. Und in meinem Buch, mein Buch hat den Titel Revolution hat ein weibliches Gesicht, aber es geht nicht nur um die Aktivitäten von Frauen, sondern um diese verschiedenen Formen der Solidarisierung. Im zweiten Kapitel geht es eigentlich über die, wie diese Formen der Solidarisierung im Prozess der Proteste entstanden sind, entwickelt haben. Und im dritten Kapitel versuche ich ein bisschen zu theoretisieren über die Emanzipation, gesellschaftliche Emanzipation, Fürsorge und postnationale Perspektive zu schreiben. Aber das ist viel, deswegen will ich heute vor allem über die Rolle von Frauen sprechen. Aber es gibt auch neue Schätzungen davon, was in Belarus 2020 passierte. Zum Beispiel in einem Bericht von in einem Research von einem belarussischen Institut für strategische Forschungen, dieses Institut ist jetzt außerhalb von Belarus, haben die Forscher gezeigt, dass belarussische Proteste zu den größten Protesten in den letzten 50 Jahren gehören und dass die pro-demokratische Mobilisierung 2020 in Belarus zu den fünften größten und längsten Mobilisierungen in mehr als 100 Ländern in den letzten 15 Jahren gehört. Und selbst wenn ukrainische Mobilisierung von 2014 und die Mobilisierung in Venezuela von 2017 vergleicht, dann sind sie in bestimmten, in mancherlei Hinsicht schwacher als die Mobilisierung in Belarus. Und man vergleicht auch die belarussische Mobilisierung mit Mobilisierung in Polen 1980 und man spricht jetzt viel darüber mit über Solidarność, man vergleicht mit den Prozessen in Polen in den 80er Jahren. Und es ist auch wichtig, dass wenn man über die Folgen von dieser Mobilisierung spricht, dann gab es auch ja, diese Phase nach dem Aufstand, Kriegsrecht im Dezember, seit Dezember 1981 in Polen und die Mobilisierung der Gesellschaft. Und man kann in diesem Sinn mit der Situation in Belarus, Situation in Polen vergleichen. So, das habe ich nicht gezeigt, das, worüber ich gesprochen habe. Und ja, noch ein Bild, um ein bisschen zu bestätigen, dass es so viele verschiedene Gruppen an den Protesten teilgenommen haben. Man sieht hier die Arbeiterin, man sieht die Lehrerin, die Ärzte, Künstlerinnen, Musikerinnen. Und wenn man über die Säuberungen, sogenannte Säuberungen oder Verfolgungen spricht, dann sieht man, dass alle diese Gruppen bis jetzt diese Verfolgungen erleben. Und die Rolle von Frauen, diese Rolle von Frauen war schon seit Juni, vor zwei Monaten, seit Juni 2020 sichtbar. Und wenn man allgemein diese Rolle charakterisiert, dann beschreibe ich diese Rolle als vernetzte Macht der Frauen.
Und ich beschreibe in meinem Buch Frauen als kollektive und individuelle Subjekte. Und was war so wichtig bei dieser Aktivierung von Frauen? Dass Frauen verschiedene neue Ideen und Strategien vorgeschlagen haben. Und das dauerte von, ja, so die ganze Zeit von Juni 2020 bis Ende 2022. Und jetzt bleibt Svetlana Tichanowska auch Gesicht der belarussischen Opposition und belarussischen protestierenden Gesellschaft. Das heißt, es gibt diese Verbindung mit den Aktivitäten der Frauen aus 2022. Und wenn man über diese verschiedenen Ideen und Strategien spricht, dann geht es um die friedliche, horizontale und kreative Zusammenarbeit von Frauen. Für die Frauen war wichtig, dass sie die Interessen der Gesellschaft wichtiger als persönliche Ambitionen vorgestellt haben. Das Vereinigte Frauenteam bezeichne ich in meinem Buch als eine Assemblage in den Begriffen von Judith Butler. Und Schwesterlichkeit hat eine wichtige Rolle bei diesen Formen und Formen der Vereinigung und Vorschlag der Strategien von Frauen gespielt. Und Schwesterlichkeit habe ich in diesem Brief auch in Bezug auf Judith Butler als eine Form der Verwandlung der Verletzlichkeit in eine öffentliche und gemeinsame Aktivität charakterisiert, definiert und bezeichnet. So, wenn man kurz über diese Phasen der Aktivitäten von Frauen spricht, dann im Juni, Evolution im Juni, Vereinigtes Frauenteam im Juli, erste Kette von Solidarisierung in August, Märsche von Frauen, Entstehung von Femgruppe und Schwesterlichkeit im Gefängnis. Wenn man jetzt ein bisschen näher über diese Ereignisse spricht, dann was passiert im Juni 2020? Als Frauen die erste Form der Verbindung Koalition gebildet haben. Die Artsammlung Pariser Schule wurde beschlagnahmt, weil sie von Belgazprom Bank einmal gekauft wurde. Das sind die Sammlung von Arbeiten von Künstlerinnen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts in Belarus, aus Belarus ausgereist haben, jüdische Künstlerinnen. Marc Chagall gehört zu dieser Gruppe, aber wir sehen hier die Arbeit, schon eine Version von der Arbeit von Chaim Sutin. Und diese Artkollektion wurde beschlagnahmt, weil Viktor Babarika, der lange Zeit, mehr als 20 Jahre, Belgazprom Bank leitete, vor kurzem vor Präsidentschaftswahlen auf die Leitung der Bank verzichtet hat, weil er sich entschieden hat, sich zu kandidieren. Und er hat 400.000 Unterschriften gesammelt. Das war schon im Juni verständlich, wie stark seine Position ist. Und im zweiten Kapitel beschreibe ich, wie viele Initiativen um ihn entstanden sind, wie Leute ihn unterstützt haben. Und Beschlagnahme von dieser Artsammlung war ein Zeichen, dass wahrscheinlich bald Viktor Babarika festgenommen wird. Und das passierte nach einigen Tagen. Aber es ist sehr schnell eine Versammlung von Frauen entstanden und Hashtag Jevolution. Wir sehen hier das Bild, Version von dem Porträt von Jevo, von Chaim Sutin aus 1928. Und Frauen haben sich entschieden, Jeva als Bild, als Zeichen und Symbol von dieser Artsammlung und danach von der Festnahme von Viktor Babarika auszuwählen und um dieses Porträt zu vereinigen. Nadia Sajapina hat Performance organisiert. Meistens waren die Frauen, die an dieser Performance teilgenommen haben. Und interessierterweise hat
einer von Künstler Sergei Schabochin schon damals im Juni 2022 die Frau im Parlament vorgestellt. Jeweils symbolisierte eigentlich das Frau als Leiterin und als Präsidentin vielleicht in der Zukunft sein kann. Ja, das war Juni, aber dann haben wir Svetlana Tichanowska und haben wir bis jetzt Svetlana Tichanowska als Symbol und Leiterin und Akteurin unserer Bewegung und unseren Aktivitäten. Und es gab verschiedene Versionen von Jewa. Hier ist die Version von Julia Schewtschuk. Und im Juni gab es schon die ersten Ketten der Solidarisierung und einige Menschen waren mit T-Shirts, mit diesen Versionen von Jewa. Das heißt, Jewa ist sehr schnell zu einer von wichtigsten Symbole der Vereinigung, der Mobilisierung, Aktivierung von Menschen geworden. So, und das war Juni. Diese Aktivierung von Frauen war vor allem im künstlerischen Bereich. Und das war ein Zeichen davon, dass Frauen eben in diesem Bereich ihre Positionen, stärkere Positionen haben. Viele waren in diesem Bereich als Managerin oder Leiterin von verschiedenen Projekten. Maria Kolesnikova ist auch Musikerin und Art Managerin. Und das heißt, das war wirklich ein Zeichen, dass in diesem Bereich schon die Voraussetzungen für die Proteste und für die Aktivierung von Frauen und von anderen Gruppen vorbereitet ist. Und im Juli 2020 ist ein vereinigtes Frauenteam entstanden, weil, wie ich schon gesagt habe, Viktor Babarik war im Gefängnis und Maria Kolesnikova, so diese blonde Frau, sie leitete Team von Viktor Babarik. In der Mitte ist Svetlana Tichanowska. Ihr Mann wollte sich kandidieren, ein Blogger, der auch große Unterstützung in der Gesellschaft gefunden hat. Er wurde schon Ende Mai festgenommen. Und Veronika Tsapkala war die Frau noch von einem dritten Kandidierten, der auch nicht zugelassen wurde und danach das Land verlassen. Und Svetlana Tichanowska hat sich entschieden, dass sie sich kandidiert. Und die beiden Frauen haben sich entschieden, dass sie Svetlana Tichanowska unterstützen. Und das war zum ersten Mal in unserer Geschichte, dass die Vertreterin von verschiedenen politischen Mannschaften sich vereinigen. Vorher versuchten Oppositionelle das im Prozess der Präsidentschaftswahlen zu machen und das klappte nicht. Und Frauen waren sehr stolz, dass es klappte und sie haben gesagt, wir brauchten nur 15 Minuten, um dieses vereinigte Team zu organisieren. Und Alexander Lukaschenko hat schon damals im Juli, als Svetlana Tichanowska zugelassen wurde, eigentlich hat Svetlana Tichanowska zugelassen, weil er dachte und auch öffentlich gesagt hat, dass die Verfassung in Belarus nicht für die Frauen geschrieben ist, dass die Gesellschaft die Frauen nicht unterstützen wird. Und bei diesem ersten Auftritt von diesem Team haben die Frauen gesagt, nein, wir wollen das bestreiten, die Verfassung ist für uns, wir werden kämpfen und wir werden die Gesellschaft mobilisieren. Weil es gab die Ketten von der Solidarisierung, aber das war natürlich nicht verständlich, dass so viele Leute, damals im Juli besprachen wir noch, dass ja, wir werden protestieren, einige geraten in Gefängnis, aber dann geht alles, wie es früher gewesen ist. Und die Frauen haben gesagt, ja, wir sind jetzt neue Kraft, wir sind keine Politikerin, aber wir werden lernen, Politikerin zu sein und dafür brauchen wir die Menschen und die ganze Gesellschaft. Wir werden horizontal arbeiten. Wir werden die neuen Technologien benutzen. Und das hat eigentlich schon Viktor Babarika gestartet. Er hat durch Internet und durch die Kommunikation von IT-Menschen aus der ganzen Welt, Belarusinnen, die
die außerhalb von Belarus viel entwickelt haben. Sie haben begonnen, für diese neue Aktivistinnen zu arbeiten und neue Instrumente zu entwickeln, um Stimme zu verstehen, wie viele Stimmen die neue Lieder bekommen haben. Und die Frauen haben gesagt, ja, wir werden horizontal arbeiten, wir werden Technologien benutzen, wir werden kreativ und wir sagen, dass wir euch alle brauchen. Alle sollen jetzt auch so handeln, horizontal, Gemeinschaften, Initiativen, Allianzen bilden. Und eigentlich hat die Gesellschaft darauf geantwortet. Und das war für mich auch persönliche Entdeckung und Überraschung, dass die Gesellschaft, dass die Leute sich so schnell diese kleinen Gemeinschaften, Vernetzungen entwickeln. Das passierte auch in meinem Hof zum Beispiel, in meiner Nachbarschaft. Die Nachbarschaftsaktivitäten waren sehr aktiv. Im September hatten wir mehr als 1000 Nachbarschaften, Gemeinschaften im ganzen Belarus. Und das waren die Leute, wir kannten einander nicht. Aber wir haben verstanden, wir können das machen. Wir haben einander im Hof kennengelernt, geteilt, was jeder macht. Und es war immer die Idee, wir sind keine Leader. Nur wenn jeder und jede sich als Leader fühlt, klappt das. Und das haben diese Frauen gesagt. Sie haben gesagt, ja, wir wollen keine Leader mit großer Buchstabe sein. Wir wollen eine von euch sein und ihr sollt auch die Initiative auf sich nehmen. Und das ist ein schönes Zeichen von einer Künstlerin, die auch sehr schnell auf diesen Ruf von drei Frauen geantwortet hat und ein Symbol vorgeschlagen hat. Und dieses Symbol war ein von wichtigsten Symbolen. Die ganze Zeit bleibt auch zu den Symbolen dieser Revolution 2020. Frauenteam war in mehr als 10 belarussischen Städten. Das passierte, das war Ende Juli bis zu den Präsidentschaftswahlen bis zum 9. August. Und es gab bis von 4 bis 10% Einwohner in kleineren belarussischen Städten. Das war auch zum ersten Mal, dass so viele Leute gekommen sind. Das ist ein Foto aus Brest. Ich bin dort auch gewesen. Im Park war es nie genug Platz im öffentlichen Raum. Deswegen waren die Leute im Wald verstreut. Neben dem Park war in solcher grünen Zone. Deswegen waren die Leute irgendwie auch wie Partisanen im Wald. Man sieht auch diese Symbole hier. Und die Leute haben immer auch schon in dieser Zeit einander geholfen, die Leute vom Zuhause Stühle für die älteren Menschen mitgebracht. Das war etwas, so eine Begeisterung, dass Leute aufeinander reagieren und alles Mögliche machen können, dass wir jetzt wirklich unser Bestes tun und gewinnen, was wir gewinnen wollen. Und was passierte dann am 9. August? Es war die Idee von diesen drei Frauen, dass alle Svetlana Tichanowskaja unterstützen und dass sie danach neue Präsidentschaftswahlen starten, wenn die Leute aus den Gefängnissen befreit werden, die schon in den Gefängnissen waren. Und am 9. August sind sehr viele Leute zu den Wahllokalen gekommen. An meiner Schule gab es 200 Menschen und die Leute tragen weiße Bändchen und sie zeigten, man konnte verstehen, wer für Svetlana Tichanowskaja ist und wer nicht. Dabei wurde eine Goles-Plattform entwickelt von einer Gruppe von IT-Menschen und Leute haben die Protokolle fotografiert und insgesamt hat man 500.000 von Protokollen gesammelt und diese Protokolle zeigten, man konnte ausrechnen, wie viele Leute für Tichanowskaja gestimmt haben, aber an einigen Lokalen, ich nenne diese Ziffer genau in meinem Buch,
An einigen Lokalen wurden die Stimmen ehrlich gezählt. Dort hat auch überall Svetlana Tichanowskaja die Mehrheit bekommen. Aber am meisten Lokalen wurden die Stimmen gefälscht und Resultate gefälscht. Und die Leute sind in der Nacht am 19. August Teil von Menschen entschlossen, dass sie sich protestieren. Und sie haben sich versammelt an einem Ort in Minsk. Und die Antwort von Lukaschenko war sehr brutal. Und das dauerte 3 Tage, 3 Nächte. Es gab Tränengas, 2 Menschen wurden getötet, 6.000 Menschen wurden festgenommen und dann in den Gefängnissen gefoltert. Und am 12. August haben sich die Frauen in verschiedenen Telegram-Kanälen vereinigt und entschieden, dass wir neue Formen der Proteste brauchen, nicht nur in der Nacht diese Kämpfe mit Regime, sondern die größere Mobilisierung der Gesellschaft. Und es ist die erste Kette der Solidarisierung entstanden. Am 12. August 250 Frauen sind gekommen mit den Blumen, weiß gekleidet, und Miliz und diese spezielle Abteilung in Amon wussten nicht, was sie jetzt machen. Und diese Ketten erst am Komarowski-Markt und dann überall in Minsk und in anderen Städten hat Impulse gegeben, dass erst Frauen und dann die anderen Menschen verschiedene Formen der Proteste und Vereinigung organisiert haben. Und eigentlich am 12. August haben diese friedlichen Proteste angefangen, in Belarus angefangen. Und diese Ketten der Solidarisierung von Frauen haben diese wichtigsten Impulse gegeben. Feministische Gruppe. Wir haben uns entschieden, dass wir auch feministische Gruppe im Koordinierungsrat gründen. Und Koordinierungsrat wurde von Svetlana Tichanowskaja am 14. August gegründet. Svetlana Tichanowskaja wurde gezwungen, nach Ausland zu gehen von Lukaschenko. Und sie hat angerufen, dass die Aktiven in Minsk bleiben und Belarus bleiben, dass wir die Koordinierungsrat gründen und für die Kommunikation mit dem Regime diesen Platz für den Dialog aufbauen werden. Und meine Kolleginnen und ich, wir haben uns entschieden, dass wir auch zum Teil von diesem Rat werden und dass wir die Frauen präsentieren, weil wir sahen schon, wie wichtige Rolle die Frauen gespielt haben und sie sollten in diesem Rat auch präsentiert werden. Das war auch noch ein wichtiger Schritt, den Frauen gemacht haben. Und das war noch nicht alles. Am 29. August sind die Märsche von Frauen entstanden und eigentlich, das passierte schon nach dem ersten allgemeinen Marsch, weil am 6. August der erste große Marsch überall in Belarus, der bis 500.000 Menschen gesammelt hat, fand statt. Und am Ende August haben sich die Frauen entschieden, dass sie die eigenen Märsche machen. Und das haben eigentlich verschiedene soziale Gruppen auch. Es gab die Ärzte, Lehrerinnen, ab 1. September Studentinnen, Professorinnen an den Universitäten. Es gab überall diese verschiedenen Aktivitäten. Und die Idee von Frauen war, dass sie auch diese Aktivitäten entwickeln. Und was wichtig an diesen Märschen gewesen ist, dass die Frauen neue Ideen und Strategien entwickelt haben, wie sie einander unterstützt haben, wie sie diese Kolonne geformt, wie sie umeinander gekümmert haben und wie sie die Marschroute änderte. Und das alles war diese Ideen, die sie bei diesen Marschen entwickelten, wurden dann bei großen Wochenendenmarschen auch genommen. Und LGBT-Gemeinschaft war von Anfang an Teil von unseren feministischen Märschen und
auch sehr wichtiger, sichtbarer Teil. Und es gab auch Diskussionen, dass früher die LGBTQ-Gemeinschaft nicht so, nicht unbedingt positiv wahrgenommen wurde in der Gesellschaft. Aber jetzt bei diesen Marschen haben die LGBTQ-Menschen berichtet, dass es eher positive Wahrnehmung gibt und dass das auch als eine Form der Proteste und Verteidigung nicht nur von gesellschaftlichen Interessen und Rechten gehen soll bei diesen Protesten, sondern um die Verteidigung und Präsentation von den Problemen, Rechten und Interessen einzelnen Gruppen. Ja, und ich denke, dass diese Aktivitäten von Frauen auch die Aktivitäten von verschiedenen vulnerablen Gruppen motiviert hat. Zum Beispiel die älteren Menschen haben begonnen, eigene Proteste, Kolonne zu bauen oder die Menschen mit Behinderung. Und noch eine Form der Aktivierung von Frauen war die Schwesterlichkeit im Gefängnis, die so seit Oktober 2020 so aktiv gewesen ist, weil Frauen, was so wichtig an dieser Form der Aktivierung war, dass die Frauen offen ihre Erfahrung im Gefängnis beschrieben haben, wie sie die Kenntnisse, Erfahrungen, Lebensmittel geteilt haben, dass sie eigene Vulnerabilität besprochen haben und diskutiert und dann aus eigener Vulnerabilität die Formen der Aktivierung entstehen lassen im Gefängnis und danach. Und ja, ich habe das in meinem Buch geschrieben und bis jetzt gibt es diese Beschreibungen. Wenn es möglich ist, organisieren die Menschen Vorlesungen in den Gefängnissen. Sie teilen alles Mögliche, sie unterstützen einander und es gibt sehr viele Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen in den Gefängnissen, deswegen gibt es was zu teilen, wenn man über die Kenntnisse zum Beispiel spricht. Und ich denke, dass Frauen wieder sehr wichtige Rolle dafür gehabt haben, weil sie erst das alles beschrieben und offen keine Angst hatten, darüber zu schreiben und das zu besprechen. Und ich habe danach schon für die litauische Ausgabe meines Buches diese Begriffe von Schwesterlichkeit und Opfersituation, in welchen die belarussische Gesellschaft im 21/22 geraten ist, entwickelt. Und es ist wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass, wenn man über die Schwesterlichkeit spricht, den Gegensatz zwischen der passiven Verletzlichkeit auf Opferung, die den Frauen und den aktiven Widerstand, Heldentum, das den Männern zugeschrieben wird, überwunden wird, dass dieser Gegensatz in Schwesterlichkeit, dass Schwesterlichkeit hinter sich lässt, diesen Gegensatz, dass Schwesterlichkeit eine Alternative zu Brüderlichkeit bildet und Brüderlichkeit wird als eine konkurrierende, heroische, männliche Subjektivität verstanden, die vor allem auf die öffentliche Sphäre orientiert. Und was Schwesterlichkeit anbetrifft, dann geht es um die horizontale Arbeit über die Grenze zwischen privaten und öffentlichen Sphäre. Und das spielt bis jetzt eine wichtige Rolle, weil es kaum möglich ist, für die Leute in öffentlichen Räumen etwas zu machen. Fast alle Räume sind vernichtet, aber die Leute versuchen, neue Räume, freundliche Kreise, in freundlichen Kreisen eine Unterstützung, Sorge umeinander zu entwickeln. Und ja, es geht meiner Meinung nach um eine Form des politischen Lebens und das politische Leben wie gegenseitige Unterstützung, Solidarisierung und Fürsorge im Mittelpunkt steht. Rezeptivität und Responsivität gehen ineinander in dieser Situation, weil die Leute versuchen, etwas miteinander zu entwickeln und das ist
Sie öffnen sich, sie wissen nicht, was passiert. Die Leute können verletzt werden, wenn sie mit den unbekannten Menschen etwas entwickelt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man sich öffnet, neue Perspektive und Möglichkeit der Entwicklung von kollektiven Formen der Zusammenarbeit und eigenen personalen Subjektivitäten zu entwickeln. Und das heißt dieser Übergang zwischen Rezeptivität und Responsivität findet man in dieser Form der Schwesterlichkeit. Und ja, es gibt eher um den gemeinsamen Horizont, den man forscht und den man weiter entdeckt. Die Menschen haben verschiedene Identitäten. Wenn man auch von diesem Vereinigten, über dieses vereinigte Team spricht, dann waren dort verschiedene Frauen. Nur Maria Kolesnikova hat sich als Feministin interpretiert, die anderen Frauen eher nicht. Aber sie haben strategisch sich vereinigt und es ist diese Form, wie heute feministische Autorinnen beschreiben, Allianz- und Koalitionbildung. Und das ist im Prozess der Aktivierung der Gesellschaft möglich. Und die Frauen haben die Muster von solchen Vereinigungen der Gesellschaft gezeigt. Ja, so wie in meinem Buch beschreibe ich, dass Frauen ein kollektives Subjekt gebildet haben und durch alle diese Formen, die ich gezählt habe, sie gezeigt und gleichzeitig, das war ein zerspaltetes Subjekt, weil Frauen mit verschiedenen Agenden, nicht nur feministische, an den Protesten teilgenommen haben. Und es gab auch individuelle Aussagen und die Frauen, dieser Empowerment waren nicht nur über die kollektive Formen, sondern über die individuelle. Und man sieht hier zum Beispiel diese verschiedenen Formen. Und ja, vielleicht über das letzte Wort, über Maria Kolesnikova. Das ist auch so ein Beispiel einerseits der Teilnahme an dieser kollektiven Form und andererseits ein individuelles Beispiel. Maria Kolesnikova wurde am 7. September festgenommen und Lukaschenko wollte Maria Kolesnikova aus dem Lande schicken, auswerfen und sie hat an der Grenze den Pass zerrissen. Und Anna Ritschko hat ein Bild in Bezug auf ein sowjetisches Plakat gemacht. Und Maria Kolesnikova, ich habe angefangen, auch erwähnt, sie ist seit dem 8. September im Gefängnis und sie war ab Juni 2020 sehr aktiv, sehr viel gesprochen. Es gibt sehr viele Videos mit Maria Kolesnikova und sie hat solche eindrucksvolle und unterstützende Worte immer gefunden, um die Gesellschaft zu motivieren und die Menschen zu motivieren, an den Protesten teilzunehmen. Und eine von Ideen von Maria Kolesnikova war und ein Spruchwort, dass die Belarusen unglaubliche Menschen sind. «Мы невероятные», sagte sie. Und wir müssen rütteln, um das Regime zu bekämpfen. Und Maria Kolesnikova, ja, und viele andere sagten, ja, wahrscheinlich werden wir mehr Zeit brauchen, um Regime zu bekämpfen. Das passiert nicht im 2020. Und ich habe im Jahre 2022 im Buch, in einem schönen Buch von Yasef Bayat über die Arab Spring Revolutionen und auch, man kann dieses Buch ein bisschen mit meinem vergleichen, es geht nicht um die Änderung des Regimes, sondern über die Emanzipation der Gesellschaften und dort sagt Bayat, dass eben diese Verwandlung von einfachen Menschen in diese unglaubliche Menschen. Das macht die Revolutionen möglich, wenn sehr verschiedene Menschen, ältere, jüngere, Frauen, Männer, Queer-Menschen, alles Mögliche machen, um einen Beitrag zu leisten bei den Protesten, dann
werden die Proteste und Revolutionen möglich. Und intuitiv hat Maria Kolesnikova eigentlich das ausgedrückt, wenn sie über die unglaubliche Belarusin gesprochen hat. So, und ich weiß nicht, ja, vielleicht am Ende noch, dass nach 24. Februar sind die neuen Formen, kleineren Formen der Proteste entstanden im März 2000. Das ist ein Foto aus März 2022. Das sind wieder die Frauen. Und nach dem 24. Februar 2022 werden die Leute auch wegen Solidarisierung mit der Ukraine verfolgt. Aber an sich ist natürlich sehr schwierig, in Belarus etwas zu manifestieren jetzt, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Staatskontrolle total geworden ist. Und zum Beispiel Danuta Piradnja, eine von ersten Festgenommenen wegen der Solidarisierung mit der Ukraine und für 6,5 Jahre Gefängnislager verurteilt wurde, weil sie im Telegram-Kanal diese Solidarisierung manifestiert hat und die Leute gerufen hat, an den Protesten teilzunehmen. Und man sieht hier diese absurde Fälle, warum Leute entweder bestraft oder für die Jahre in Lager verurteilt werden, weil sie Symbole, ukrainische Symbole tragen oder mit den Plakaten austreten und das alles. Und oder eine vor kurzem wurde die Sängerin für 3 Jahre verurteilt, weil sie das Lied von Okean Elsa gesungen hat im Frühling oder im Sommer 2022. So. Nein, jetzt bin ich zu weit. Ja, aber wie ich gesagt habe, diese Stimmung der gegenseitigen Unterstützung der Solidarisierung ist doch stark in der belarussischen Gesellschaft. Ich habe schon an Anfang zitiert, dass die Leute sich versteckt haben, aber diese Stimmung von 2020 doch geblieben ist. Und die Menschen denken, dass wirklich diese fürsorgliche Solidarität, Aufbau von Gemeinschaften, wo es nur möglich ist, und die Unterstützung vom Ausland, Andrés Pizhak, führt bis jetzt die größte Stiftung bei Seoul, die das Geld und nicht nur Geld, alles Mögliche sammelt, für Belarusinnen und für die Ukrainerin seit 24. Februar. Und er meint, dass gegenseitige Unterstützung, Hilfe für die politische Gefangene und Entlassene das Wichtigste ist. Das sind die horizontalen Verbindungen. Sie versprechen uns die Zukunft. Und Rosa Trunbekova ist eine Wissenschaftlerin, die auch die Arbeit in Belarus verloren hat, außerhalb von Belarus. Jetzt ist sie denkt, dass der Grad der Solidarität auch sehr hoch, immer noch sehr hoch bleibt. Und dass die Leute auf die Zukunft glauben und verschiedene mögliche Projekte entwickeln, wie sie diese Zukunft vorbereiten. Und die Verbindung mit den Ereignissen 2020 sind natürlich wichtig oder wichtigste für diese weitere Arbeit und Hilfe füreinander.